Sehr geehrter Kunde, oft müssen Sie viel mit der Bahn erleiden. Verspätung, Zugausfälle und Streiks sind dort nur eine Auswahl der Gründe. Dafür entschuldigen wir uns fast täglich, auch wenn wir meist nichts dafür können. Die Eisenbahn, die Sie täglich erleben, ist das Ergebnis jahrelanger Sparmaßnahmen. Der Verkehr auf der Schiene hat rapide zugenommen, das Streckennetz wird zusehends kleiner und die Mitarbeiterzahl hat sich seit der Bahnreform fast halbiert. Die Nahverkehre in den Bundesländern werden von den Verkehrsgesellschaften ausgeschrieben, sodass sich Unternehmen auf den Betrieb bewerben müssen. Hier gilt meist nur eins: Alles muss besser und natürlich von Ausschreibung zu Ausschreibung billiger. Das Ergebnis kennen Sie alle: Verspätung, nicht ausgelieferte Neufahrzeuge und Personalmangel. Denn irgendwo muss man ja schließlich sparen, um wettbewerbsfähig zu sein, wie es immer heißt. Das Personal in allen Bereichen bei der Eisenbahn hat Millionen Überstunden angehäuft. Dies ist eine kaum greifbare Summe. 50 und 60 Stundenwochen sind zum Beispiel für Lokomotivführer und Zugbegleiter mittlerweile mehr Alltag als Ausnahme. Die Unzufriedenheit und Krankenstände steigen und auch im Privatleben vieler Kollegen und Kolleginnen läuft vieles unrund. Alle paar Jahre führt dies bei der Bahn zu Streiks. Bei Ihnen, lieber Kunde, führt dies natürlich oft zu Unverständnis, Ärger und Mehraufwand. Das verstehen wir natürlich und es ist natürlich unschön, aber oft ist dies für uns die einzige Möglichkeit, unserem Unmut Luft zu machen und ein paar Verbesserungen für uns einzufordern. Ich nehme mich als Beispiel. Ich bin Lokführer und habe in den letzten Jahren weit über 1000 Überstunden aufgebaut. Ich schiebe wie viele Kollegen massig Urlaub vor mir her und habe so ziemlich alle Feiertage die letzten Jahre gearbeitet. Für weiteren Unmut sorgt bei uns dann natürlich oft die extrem schlechte Berichterstattung der Presse. Als Lokführer darf ich mir oft anhören, dass ich den Zug nicht selbst fahre, sondern dass dies die Technik für mich übernimmt. Oft werden horrende Gehälter genannt, die wir angeblich kassieren, obwohl wir ja eigentlich fast schlafen könnten bei unserer Arbeit. Derartige Berichterstattung, die sich durch alle Medien zieht, bringt wunderbar zum Ausdruck, wie es um die Wertschätzung unserer Berufe steht. Viele kennen nicht einmal unsere korrekte Berufsbezeichnung und bilden sich dennoch Urteile über unsere Arbeit. Mitarbeiter werden beschimpft, bespuckt und bepöbelt, dabei wird oft eins vergessen. Für wen kommen wir zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Wind und Wetter an Wochenenden und Feiertagen zur Arbeit? Für Sie, lieber Kunde, nur für Sie. Für Sie lassen wir oft 50 und 60 Stunden die Woche Familien zu Hause, sagen Termine mit Freunden kurzfristig ab. Dafür erwarten wir eigentlich nur eins: oft ein wenig Verständnis und Respekt. Ich kann jetzt nur für meine Berufsgruppe und für die sprechen, mit denen ich täglich zusammenarbeite. Dies sind zum Beispiel Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Rangierer, Wagenmeister und Weichenwärter. Wir alle sind ein Teil einer nach wie vor stolzen Eisenbahnerfamilie. Auch wenn diese Eisenbahnerfamilie oft totgesagt wird, so ist diese vielerorts dennoch existent.
eines. Auch wenn in allen Bereichen der Druck und die Verantwortung zunimmt, geben wir dennoch täglich unser Möglichstes, um Sie oder die Fracht ans Ziel zu bringen. Jedoch müssen auch wir, genau wie Sie, täglich mit dem leben, was uns die Bahnreform übrig gelassen hat.